Sie tun es wieder. Die Herbsteiner und ihr Maskensprung. Die Stadt ist heute in der Hand der Narren. Bis die marschieren können und alles organisiert ist, hatte Manuel Hensler beide Hände voll zu tun. Der Organisator sagt, das Ganze ist ein Riesenakt. Also den Maskensprung machen wir nur alle 3 bis 4 Jahre. Es ist sehr viel Organisation. Wir haben ja auch jedes Jahr noch unseren Rosenmontagsumzug, der jährlich stattfindet. Deswegen haben wir uns gedacht, den Maskensprung nur alle 3 bis 4 Jahre. Das schont ein bisschen die Nerven. Den ganzen Tag haben sich die Vogelsberger Narren auf den großen Umzug mit maskierten Fußgruppen, Musikzügen und den Strohbären vorbereitet. Moment, den Strohbären? Das ist langgedrehtes Erbsenstroh, 1,60 Meter, 1,80 Meter im Wuchs. Also es ist recht lange, da kannst du schöne lange Stränge mitmachen. Bei diesem Bären kommt es darauf an, dass er stabil bleibt und dass er auch beweglich ist und dass das Kostüm nicht aufgeht, also diese ganze Wicklung um den Bär herum. Das ist das A und das O. Und dem soll es natürlich auch noch gut gehen dabei. Strohbären also. Der Vogelsberg weist im Übrigen die größte Dichte an Gemeinden auf, wo sich Menschen in Stroh einwickeln lassen. Das dauert so etwa 3 bis 4 Stunden, aber hat auch seine Vorteile. Warm ist es auch bei den Temperaturen. Andernorts wird noch an den letzten Kleinigkeiten gebastelt. Soll schließlich nach was aussehen, der Maskensprung. Dazu braucht es zum Beispiel Rosen, jede Menge davon und einzeln aus Papier, liebevoll zusammengesteckt. Die Rosen sind einmal für den Springerzug, für die Schuhe und für den Beierstab. Die werden mit Rosen geschmückt bei uns. In Herbstein hat das alles eine uralte Tradition. Die geht zurück auf den 30-jährigen Krieg und Tiroler Wanderarbeiter. Deswegen läuft auch das sogenannte Tiroler Pärchen ganz vorne beim Umzug mit. Mann und Mann. Ich war schon mal Tiroler Mann gewesen 2006 und von daher habe ich da jetzt auch kein Problem damit gehabt, meinem Partner die Rolle des Mannes zu überlassen und ich als Frau zu springen. Organisator Hensler ist unterdessen im Ort unterwegs, um die ersten Gäste zu empfangen. Die kommen aus dem bayerischen Altmühltal und waren mit ihrer Gruppe bisher noch nie so weit im Norden. Hört man irgendwie auch. Ja, wir freuen uns, dass die Kindinger jetzt angekommen sind. Mit jeder Menge Leute. Und jetzt geht's los. Bei Ihnen ruft man wie? Helau? Na, nix Helau. Bei uns heißt es Vorsenegel, Zirgo. Und übersetzt heißt das? Vorsenegel ist halt unsere Figur. Das Kostüm, das Gewand. Und Zirgo heißt nichts anderes, wie wenn ich mit der Gorsel mit einer Gorsel schneuzen. Der Gorsel-Ozirk. Um das aufzuklären, im bayerischen Dialekt heißt Gorsel sowas wie Fuhrmannspeitsche, Schnalzen bezeichnet das Knallen damit. Die Bayern sind aber nicht die einzigen, die sich auf den langen Weg in den Vogelsbergkreis gemacht haben. Schwaben haben wir ja auch. Ja, wir sind nicht schwäbisch, wir sind badisch. Oh, Verzeihung, Botschafter der Narretei aus Baden also. Wir waren schon weiter weg, auch in Paris. In Brüssel. Also wir sind immer mal wieder irgendwo unterwegs, damit wir Fasenskultur aus dem Schwarzwald in die jeweiligen Städte bringen. Na dann kann es ja langsam losgehen. Deckel drauf und ab die Post. Und dann wird durch die Straßen getanzt in Herbststein. 900 Teilnehmer sind in dem 5000 Einwohnerstädtchen unterwegs, insgesamt 43 verschiedene Gruppen. Läuft bei den Herbsteinern und auch für Fastnacht-Chef Hensler. Der ist jedenfalls stolz darauf, dass sie es wieder geschafft haben, hier alle zu einem närrischen Fest zusammenzubringen. Top. Viele, viele Leute entlang der ganzen Zugstrecke. Klasse, macht Spaß. Machen Sie nochmal, sagt Hensler. Dann wieder in 3 bis 4 Jahren.